Heute geht es mal wieder um einen Wunschtraum. Wenn man Peugeot einfach mal lassen würde, könnten sie einen richtig brutalen kleinen Renner auf die Straße bringen. Das Zeug dafür hätte der neue 208 locker. Aber von vorne. 1984 mussten die Franzosen aus Regelgründen einen Rallye-Renner bauen. Und bis heute hat der damals entstandene Peugeot 205 T16 nichts von seiner Faszination verloren. Da könnte man doch über eine Neuauflage nachdenken. Mit dem 208 Rallye 4 existiert schließlich bereits die passende Grundlage. Optisch das Wichtigste für einen echten T16 sind graphitgrauer Lack und dicke Backen. Der Lufttunnel in der Motorhaube und ausgestellte C-Säulen zitieren das Original. Dazu käme ein Mittelmotorkonzept ohne Rückbank. Der Urahn hatte einen 1,8 Liter Turbo-Vierzylinder mit 200 PS, mit dem KIT 300 waren es sogar 300 PS. Heute kämen als Motoren zwei Optionen in Frage. Einerseits der bereits etwas ältere 1,6 Liter Turbo-Vierzylinder aus dem 308 GTI, der dort 260 PS leistet. Oder die zweite Möglichkeit wäre der 1,2 Liter Turbo-Dreizylinder aus dem aktuellen 208. Im Rallye 4 bringt es immerhin auf 208 PS. Mit der richtigen Portion Leichtbau könnte man da noch ein ganz gutes Leistungsgewicht herausholen. Übrigens, Toyota hat sich ja getraut und den irren GR Yaris auf die Straße gebracht. Also Peugeot, wie wäre es denn, wenn ihr nachlegt?